Servus Leute, ja, der erste Monat im Jahr 2019 ist schon wieder vorbei und ja, ich erzähle euch mal, was ich diesen Januar gelesen habe. Ja, ich habe über die Weihnachtszeit und über ja, die ersten Wochen im Januar immer irgendwie so eine Muse, bestimmte Bücher zu rereaden. Und ja, ich muss zugeben, dass ja, ich habe ja Ende letzten Jahres die Harry Potter Bücher alle mal wieder lesen müssen. Und so habe ich auch eben bestimmte Bücher, die ich ja öfters mal lese. Das sind, wie gesagt, eigentlich nur ein paar Ausnahmen an Büchern, die ich so immer wieder regelmäßig lese. Das ist die über 20 Mal, die ich Harry Potter, die sieben Harry Potter Bücher gelesen habe, zum Beispiel, oder eben die Werke von Tolkien, um der Hobbit und der Herr der Ringe und viele andere Bücher aus Mittelerde. Und so ja, kommt auch noch diese Trilogie dazu, die ich tatsächlich jetzt auch schon, glaube ich, 7 oder 8 Mal gelesen habe. Ja, und zwar ist das Rubinrot, oder eben die Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier. Ihr wisst wahrscheinlich schon, um was es da geht. Entweder habt ihr das schon gelesen oder die Filme gesehen. Aber ich lese euch trotzdem mal ganz kurz den Klappentext von Rubinrot vor. Manchmal ist es ein echtes Kreuz, in einer Familie zu leben, die jede Menge Geheimnisse hat. Der Überzeugung ist zumindest die 16-jährige Gwendolyn, bis sie sich eines Tages aus heiterem Himmel im London um die letzte Jahrhundertwende wiederfindet und ihr klar wird, dass ausgerechnet sie das allergrößte Geheimnis ihrer Familie ist. Was ihr dagegen nicht klar ist, dass man sich zwischen den Zeiten möglichst nicht verlieben sollte, denn das macht die Sache erst recht kompliziert. Ja, um Zeitreisen geht's, um eine Geheimorganisation, ja, um den Stein der Weisen, ja, und den Grafen von Saint-Germain. Und ja, deswegen musste ich unbedingt mal wieder Rubinrot lesen und dann eben natürlich, ja, Saphirblau, den zweiten Teil, und Smaragdgrün, den dritten Teil dieser Trilogie von Kerstin Gier. Und ja, das ist einfach ab und zu ein Muss. Ich liebe die Bücher, ich liebe den Charakter, die Protagonistin Gwendolyn Shepherd, an einen der mir am allerdicksten ans Herz gewachsene Charakter überhaupt. Tja, und dann habe ich tatsächlich eine Trilogie gereadet, die ich bisher nur ein einziges Mal gelesen habe. Und das war es ehrlich gesagt wert. Ich habe ja, ihr wisst alle, dass diese Bücher auch verfilmt wurden. Die Filme sind auch in Ordnung, auch cool, aber sie bringen einfach bei weitem diese Intensität der Bücher und die, ja, dieser Charaktere und diesem Schrecken, der bei Die Tribute von Panem, tödliche Spiele, so im ersten Teil eben entsteht. Die Filme sind, glaube ich, FSK 12, also
sehr, sehr abgemildert in ihre, in ihrem Grauen, in ihrer, in ihrem Horror. Ja, falls ihr die letzten Jahre irgendwie überhaupt nie was von Hunger Games mitbekommen habt, ich lese euch mal ganz kurz den Klappentext vor. Mögen die Spiele beginnen, als Katniss erfährt, dass das Los auf ihre kleine Schwester Prim gefallen ist, zögert sie keinen Moment. Um Prim zu schützen, meldet sie sich an ihrer Stelle für die alljährlich stattfindenden Spiele von Barnum. In dem sicheren Wissen, damit ihr eigenes Todesurteil unterschrieben zu haben. Denn von den 24 Kandidaten darf nur ein einziger überleben. Zusammen mit Peter, einem Jungen aus ihrem District, wird Katniss in die Arena geschickt, um sich dem Kampf zu stellen. Beiden ist klar, dass sie sich früher oder später als Feinde gegenüberstehen werden. Doch dann rettet Peter Katniss das Leben. Ja, das Panem sind die Überreste, ist ein Land, ja, das ist die Überreste der Vereinigten Staaten von Amerika und Teilen Kanadas wahrscheinlich, glaube ich, so beinhaltet. Große Teile von Nordamerika sind nach dem Klimawandel und nach was im Meer versunken, so die Küstenregionen. Und nach dem Zusammenbruch Kanadas, USA und Kriegen hat sich daraus ein Land namens Panem gebildet, das aus 12 Distrikten besteht. Und nachdem in früherer Zeit, vor 74 Jahren, glaube ich, war es, sich der 13. Distrikt aufgelehnt hat, wurde diese angeblich zerstört in einem großen Krieg. Und danach hat man eben diese Hungerspiele ins Leben gerufen, so als Warnung an die Distrikte. Die müssen jedes Jahr zwei, ein Mädchen und einen Jungen, auswählen, die eben bei den Hunger Games, bei den tödlichen Spielen, gegeneinander in einer großen Arena antreten und sich umbringen müssen, bis einer von diesen 24 Kandidaten noch überlebt. Ja, darum geht's in die Tribute von Panem und um Katniss Everdeen, die in diesen drei Teilen Abenteuer besteht und sich ein bisschen mit der Regierung da anlegt. Ach, was will ich groß erklären? Entweder habt ihr die Filme schon gesehen oder habt ihr die Bücher schon gelesen, und wenn nicht, dann solltet ihr das echt schleunigst nachholen. Ich habe wieder festgestellt, dass eigentlich diese beiden Trilogien man kann diesen beiden Trilogien, ob das jetzt hier die Edelstein-Trilogie, ich halte es nur mal so in die Kamera, ist, oder die Tribute von Panem, 15 Punkte, die es maximal bei mir so gibt, werden dem Ganzen einfach nicht gerecht. Ich habe es jetzt wirklich beim Rereaden nochmal wieder festgestellt. Ich habe vorher auch die glorreichen 7 Harry Potter Bände und das verwunschene Kind nochmal dazu gelesen, und man muss auch die eben einfach mit 16 Punkten over the top bewerten, und deswegen bekommt die Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier ab heute von mir das Prädikat over the top, und gemeinsam mit die Tribute von Panem bekommen die Tribute von Panem auch das Prädikat over the top. Das haben sie meiner Meinung nach einfach verdient, denn diese
Geschichten, ob das jetzt Harry Potter, der Herr der Ringe, die Tribute von Panem oder auch eben die Edelstein-Trilogie sind, die sind einfach immer trotz, die sind mehr als die Summe ihrer selbst, wenn ihr versteht, wie ich meine. Tja, ich habe aber noch drei weitere Bücher gelesen diesen Januar. Und zwar, hier erscheint gleich mal der dritte Teil von The Lost Prophecy von Karina Zacharias. Zu Staub zerfallen. Das ist der dritte Teil. Der erste Teil. In Flammen geboren, das ist glaube ich der zweite Teil. Vom Sturm erweckt ist der erste Teil. Den habe ich erst vorgestellt. Dann The Lost Prophecy, zu Staub zerfallen, ist der zweite Teil. Und The Lost Prophecy, aus Flammen geboren, das ist aus Flammen geboren, ist der dritte Teil. um was geht's in der Geschichte? Es geht um ein Land, an Durion, glaube ich, heißt es, ne? In dem vier Völker wohnen, vier Menschenvölker, die jeweils von einem, man stellt sich das so vor wie so eine Art Götterwesen, ja, also ich stelle mir die so vor, erschaffen wurden, und jedes dieser Wesen, dieser Götter, gehört im Prinzip zu einem Element, ja, zu eben Erde, Wasser, Feuer und Luft. Und diese vier Völker leben seit über 1000 Jahren voneinander getrennt in verschiedenen Regionen dieses Landes. Und so an die 1000 Jahre leben die schon getrennt. Und vieles ist in Vergessenheit geraten, unter anderem eben auch die Existenz eines fünften Elements, das aus diesem Land verbannt wurde. Und jetzt gibt es da eine Prophezeiung, eine Zukunftsprophezeiung, dass große Umwälzungen und Krieg und so da bevorsteht. Und als dann plötzlich Chaos beim Element, bei dem Volk des Luft, der Luft ausbricht, werden die Botschafter gebeten, doch zu Hilfe zu kommen. Denn es gibt, eigentlich sollte es in den vier Elementen Botschafter geben. Dieses Wissen ist nicht mehr ganz so verbreitet. Deswegen kommen diese Botschafter auf den interessantesten Wegen zueinander und treffen sich, um die Macht dieser Elemente in sich aufzunehmen. Ach Gott. Mir hat jetzt diese Geschichte wahnsinnig gut gefallen. Ich bin ja jetzt schon beim dritten Teil und ich will jetzt gar nicht mehr sagen und es würde viel zu viel spoilern. Ich kann nur mit Chapeau Karina Zacharias, massiv tolle Story, massiv coole Welt, denn das ist bei einer High-Fantasy-Geschichte immer
Besonders wichtig finde ich diese, ja, diese Welt wirklich mit Leben zu füllen, und es ist hier wirklich, wirklich sehr gelungen. Auch die ganzen unterschiedlichen Protagonisten, und ich wähle bestimmt Protagonisten und nicht Protagonist, denn die ganzen Bücher sind aus der unterschiedlichen Perspektive dieser Protagonisten geschrieben. Das wechselt eben von, das eine ist der Botschafter der Erde, des Wassers, der Luft, eine Luftkriegerin und so wird die Geschichte eben erzählt, indem sie immer wieder in die Geschichte der unterschiedlichen Protagonisten springt und von deren Geschichte erzählt, wie die unterschiedlichen Handlungsstränge eben zueinander führen und voneinander wieder weg und so. Das ist richtig, richtig cool gemacht. Und ich bin jetzt gerade habe ich den dritten Teil fertig gelesen, und ich bin schon so wahnsinnig gespannt auf den vierten Teil, denn man kann schon ein kleines bisschen was lesen, was da so in diesem vierten Teil passiert und mit wem vor allem. Ich darf da gar nichts spoilern und spoilert euch auch bitte nicht selber. Jetzt, da ich fertig bin mit der Geschichte, ist es nicht so schlimm, aber nee, schaut euch das lieber nicht an, wie da die Geschichte weiter geht. Spoilert euch da nicht, denn ihr werdet echt überrascht sein, wer da eine tragende Rolle im vierten Teil spielt. Deswegen, ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ohne Witz. Also ich bin schon ganz gehypt gerade und würde am liebsten sofort weiterlesen. Aber die Geschichte kommt, glaube ich, erst. Ich muss mal kurz schauen, ob es da. Am 28. Februar 1919, also dieses Jahr, ein bisschen muss ich jetzt noch warten, dann darf ich den vierten Teil endlich lesen. Und ja, das waren die 9 Bücher, die ich mir im Januar reingezogen habe. 6 habe ich schon mal gelesen und 3 waren, habe ich das erste Mal gelesen. Die waren Hammer. Richtig, richtig cool. Hab mich sehr, sehr gefreut, dass ich die Geschichte entdeckt habe. Absolute Empfehlung. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.